Im oberösterreichischen Salzkammergut geht eine der härtesten Laufveranstaltungen Österreichs über die Bühne. Der Bergmarathon rund um den Traunsee. 70 Kilometer gespickt mit unglaublichen 4500 Höhenmetern müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei bewältigen. Eine gewaltige Herausforderung, der sich 19 Frauen und 187 Herren stellen. Ich habe das ja eigentlich jetzt schon 3 Jahre so im Kopf mitgetragen und mir gedacht, so und jetzt heuer starte ich wirklich und setze es einfach um. Ja, die Distanz und die Höhenmeter, wenn ich einmal durchgehe. Ne? Gegen keine Gurt natürlich, nachdem ich von da bin, aber diese Organisation, wie es da stattfindet, der familiäre Betrieb, wie es da ist bei den Kontrollstationen und so weiter, das macht natürlich schon das Ganze aus und die Strecken an sich ist ein Hammer. Startort zu dieser Tortur über 7 Gipfel rund um den malerisch gelegenen Traunsee ist der Gmunden Rathausplatz. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heißt es an diesem Samstag früh aufstehen. Schließlich fällt der Startschuss zur 19. Auflage dieses Bergmarathons bereits um 3 Uhr früh. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1, alles Gute! Es gibt sehr schöne Wege da bei uns. Der Naturfreundesteig am Traunstein ist wunderschön für die Teilnehmer. Und das Kriterium meiner Meinung nach ist der Daxnersteig von Korbach auf die Spitzelstoralm auf. Das ist ein alter Jagersteig, der da beim Bergmarathon markiert wird und benutzt wird. Vom Gmundner Rathausplatz aus geht es für die Extremsportlerinnen und Sportler in Richtung Grünberg, dem ersten Gipfel auf der 70 Kilometer langen Strecke rund um den Traunsee. Dieser Anstieg auf den Grünberg hat zwar keinerlei Schwierigkeiten zu bieten, allerdings ist er noch bei absoluter Dunkelheit zu bewältigen. Der Grünberg ist übrigens ein beliebter Ausflugsberg, auf dessen Gipfel in 1004 Meter Seehöhe auch die älteste Seilbahn Österreichs führt. Vom traumhaften Ausblick, den man vom Grünberg normalerweise hat, bekommen die Teilnehmer beim 19. Bergmarathon nichts mit. Für sie heißt es kurz verpflegen und dann geht es auch schon wieder weiter in Richtung Traunstein. Ja, tschüss, servus, viel Spaß. Minuten sind die Läuferinnen und Läufer zu diesem Zeitpunkt erst unterwegs und trotzdem haben sich an der Spitze bereits 2 Mann absetzen können. Wenig überraschend handelt es sich dabei um 2 Lokalmatadore und zwar um Christian Six aus Neukirchen bei Altmünster und Gerhard Rastinger aus Gmunden. Trotz des tiefen Bodens in den Tagen vor dem Bergmarathon hat es ununterbrochen geregnet, legen die beiden gleich zu Beginn der 70 Kilometer Distanz ein beachtliches Tempo vor. Der erste richtig schwere Berg wartet auf die beiden Führenden, sowie natürlich auch auf den Rest des Feldes dann in Gestalt des Traunsteins. Das Wahrzeichen der Region und den Traunsee, oft auch als Wächter über das Salzkammergut bezeichnet, baut sich mächtig vor den Läuferinnen und Läufern auf. Über den an der Südwestflanke führenden Naturfreundesteig, der alljährlich von tausenden Alpintouristen genutzt wird und der leider immer wieder auch Todesopfer fordert, müssen sich die Teilnehmer bis auf eine Höhe von 1575 Metern Seehöhe hocharbeiten. Über den Meieralmsteig erfolgt dann der Abstieg vom höchsten Punkt der 70 Kilometer langen Strecke. Und weiterhin ganz klar in Führung sind zu diesem Zeitpunkt des Bergmarathons die beiden Lokalheroes Christian Six und Gerhard Rastinger. Nach diesem rasanten Abstieg heißt es zunächst einmal Tempo machen. Auf gut ausgebauten Forstwegen geht es nämlich östlich des Traunsees weiter in Richtung Karbach, wo sich eine der 9 Kontrollstellen, die rund um den See aufgebaut wurden, befindet.
Organisatorisch sicher schwierig. Wir haben 80 Leute heute, also Helfer rund um den See in Einsatz. Die beginnen um 2 in der Früh und helfen wir bis Mitternacht, bis der Letzte im Ziel ist. Man wird bestens versorgt durch die ganzen Labstellen, die der Organisator da einrichtet. Besser könnte es nicht sein, da braucht man sich nicht große Gedanken machen. Die beiden Spitzenreiter Christian Zix und Gerhard Rastinger sind übrigens Clubkollegen. Beide Sportler laufen für den oberösterreichischen Verein Auspo-Team. Während Christian Zix beim 19. Bergmarathon zum ersten Mal mit dabei ist, bestreitet Gerhard Rastinger diesen Extremlauf bereits zum zweiten Mal. 2006 feierte er sein Debüt und bereits damals landete er mit einer Zeit von 8 Stunden und 36 Minuten in den Top 10. Als erster Verfolger der beiden hat sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Ebenseher Willi Riederer hier im Hintergrund ebenfalls ein Lokalmatador etabliert. Ungemein hohen Tempo an der Spitze wenig beeindruckt, zeigt sich der Großteil der Teilnehmer. Sie laufen bzw. gehen ganz einfach ihr Tempo, so nach dem Motto, dabei sein ist alles. Hallo. Der wohl schwierigste Teil dieses 19. Bergmarathons rund um den Traunsee im oberösterreichischen Salzkammergut ist dann der Aufstieg zur Spitzelsteinalm. Es handelt sich hierbei nämlich um keinen markierten Wanderweg, sondern um einen nur ganz, ganz selten genutzten Jägersteig. Pfadfinderische Qualitäten sind hier von den Teilnehmern gefordert. Knapp 1000 Meter Seehöhe befindet sich diese traumhaft gelegene Alm, die sich auf halbem Weg zum Gipfel des Erlakugels befindet. Dieser höchste Berg rund um den Traunsee liegt an dessen südlichem Ende und wird von den Einheimischen gern auch schlafende Griechen genannt. Von der Ferne betrachtet ähnelt dieser Berg nämlich der Silhouette einer schlafenden Frau. Beim Kontrollpunkt auf der Spitzelsteinalm liegen zwar immer noch die beiden Oberösterreicher Christian Zix und Gerhard Rastinger in Führung, ihren Vorsprung können die beiden allerdings nicht mehr ausbauen. Während sich Christian Zix auch in Ebensee am südlichen Ende des Traunsees immer noch in topfitten Zustand präsentiert, zeigen sich vor allem beim 34-jährigen Gmundner Gerhard Rastinger bereits die ersten Ermüdungserscheinungen. Dabei haben die beiden von den 70 Kilometern erst knapp 32 zurückgelegt. In der Ebensee war es beinhart, da habe ich wilde Krämpfe gehabt, da habe ich fast aufhören müssen. Aber mit der Versorgung von den Labstellen, mit dem viel Magnesium, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir wieder erschupft. Von solchen Problemen verschont ist zu diesem Zeitpunkt der Drittplatzierte des Rennens, Willi Riederer. In seiner Heimatgemeinde startet der 39-Jährige den Angriff auf die beiden Führenden. Unterstützt wird er dabei von den Zuschauern, die von den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler begeistert sind. Ja, ist eigentlich alles nicht so Marathonläufer unvorstellbar. Ich gehe so warm Traunstein rauf. Aber da man sich in 8 Stunden rund um den Traunstein, rund um den Traunsee bewegt, also ist alles als Zuschauer fast nicht vorstellbar. Aber was sagen Sie zur Leistung der Sportler? Es ist eine Spitzenleistung, was die Leute machen können.
Der nächste schwere Anstieg wartet auf die Teilnehmer bereits in Form des 1592 Meter hohen Feuerkugels. Obwohl bereits seit 1927 eine Seilbahn auf den Gipfel des Ebenseer Hausbergs führt, müssen sich die Teilnehmer beim 19. Bergmarathon zu Fuß bis zur Bergstation hocharbeiten. Hart zu kämpfen hat an seinem Hausberg auch Lokalmatador Willi Riederer. Er will schließlich den Bergmarathon gewinnen und muss daher nochmals zulegen. Denn zu diesem Zeitpunkt sind die beiden Spitzenreiter Christian Six und Gerhard Rastinger schon wieder in Richtung Tal unterwegs. Ja, ich habe mir einen Feuerkugel im mehreren Block diesmal. Normal ist der Spitzel schon, aber der ist diesmal besser gegangen. Den Feuerkugel bislang nur in Sichtweite hat dagegen der Großteil der 206 Läuferinnen und Läufer, die sich bereits um 3 Uhr morgens auf die 70 Kilometer lange Strecke begeben haben. Der älteste Teilnehmer ist übrigens 68 Jahre alt, die älteste Dame ganze 71. Die beiden Senioren unter den Teilnehmern bei diesem 19. Bergmarathon rund um den Traunsee starteten allerdings auf der Halbmarathondistanz zwischen Gmunden und Ebensee bzw. zwischen Ebensee und Gmunden. Die schnellste Dame im Feld der 19 Frauen, die sich über die lange Distanz versuchen, ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits mehr als 4 Stunden unterwegs. Es ist dies die Grazerin Margit Hirzi. Sie liegt zur Hälfte des Rennens bereits uneinholbar in Führung. Der Traunsee, den es bei diesem Bergmarathon zu umrunden gilt, ist zwar nicht der größte Binnensee Österreichs, aber mit 191 Metern der tiefste. 24,5 Quadratkilometer ist er groß und die Landschaft des Traunseegebiets ist äußerst vielfältig. Das von den meisten Teilnehmern bereits passierte Ostufer ist steil und sehr unzugänglich. Das Westufer hingegen ist von ausgedehnten Wiesenlandschaften und einer Mittelgebirgsszenerie mit Höhen von 700 bis 1100 Metern geprägt. Genau in dieser Mittelgebirgsszenerie muss bei den Herren dann auch die Entscheidung fallen. Rund 12 Kilometer sind es von hier aus noch bis ins Ziel am Gmundner Rathausplatz. Vorn ist zu diesem Zeitpunkt zwar immer noch Christian Six zu finden, der 28-Jährige, der sogar aus dieser Ecke des Traunsees kommt, kann sein höllisches Anfangstempo allerdings nicht mehr halten. Der begeisterte Hobbysportler wird von Minute zu Minute langsamer. Toppen, Feuerkugel. Haben wir schon schwere Krampf geplagt. Vom Kopf und vom Puls ist man relativ frisch, aber wir sind natürlich total am Ende, aber völlig. Mit etwas mehr Power kommt an dieser letzten Kontrollstation Willi Riederer vorbei. Der begeisterte Läufer vom Laufclub Ebensee wittert seine große Chance, den Bergmarathon zum ersten Mal zu gewinnen und legt auf den letzten Kilometern daher nochmals einen Zahn zu. Während dieser 70 Kilometer langen Tour, auf der so ganz nebenbei nicht weniger als 4500 Höhenmeter zu bewältigen sind, verbrennen die Läuferinnen und Läufer übrigens nicht weniger als 15.000 Kalorien. Eine Menge, die in etwa 12 Kilogramm Nudeln entspricht. Trinken müssen die Sportlerinnen und Sportler ebenfalls eine Menge, und zwar rund 12 Liter. Nur so kann die Maschine Mensch während der mittlerweile bereits 7 Stunden dauernden Extrembelastung am Laufen gehalten werden. Für
Für die Spitzenreiter rückt das Ziel in Gmunden also immer näher. Die 13.200 Einwohner zählende Bezirksstadt am nördlichen Ufer des Traunsees, die nicht zuletzt durch die Fernsehserie Schlosshotel Ort weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt wurde, ist nämlich nicht nur Startort dieses Bergmarathons, sondern auch Zielort. Eine Distanz von 70 Kilometern und 4.500 Höhenmetern läuft der 39-jährige Lokalmatador Willi Riederer schließlich als erster durchs Ziel am Gmundener Rathausplatz. Seine Zeit 7 Stunden und 54 Minuten. Ja, Krämpfe habe ich halt gehabt. Aber das bin ich eh schon gemeint. Verdammt rutschig war es. Mir taugt das wieder. Von mir aus kann es regnen auch noch. Aber der Boden ist halt, weil es so rutschig ist. Und was war heute das Kriterium? Eigentlich alles, was bergab gegangen ist, was rutschig war. Was nicht einmal ausrutschen, ist zusammen. Ja, das ist halt ein Lauf, da merkt man sich jede Stelle. Bei so einem Halbmarathon oder was, das vergisst gleich, aber da merkst du alles. Mit einem Rückstand von gerade einmal 25 Minuten kommt dann mit dem Neukirchner Christian Ziegs der zweite Lokalmatador ins Ziel. Der 28-Jährige, der erst vor wenigen Jahren mit dem Laufsport begonnen hat, jubelt über seinen bisher größten Erfolg. War das Kriterium am heutigen Tag das Wetter oder was war halt so schwierig? Also das Wetter war echt nicht schlecht. Optimale Temperatur vielleicht, teilweise ein wenig zu nass. Aber Feuerkugel ist einfach also für mich, das muss jeder selber für sich selbst. Für mich ist halt der Feuerkugel das Wildeste, weil man einfach relativ geil ist in der Insel. Und dann am Feuerkugel auf ist schon hart. Ja. Wie ist das letzte Stück, wo es eigentlich relativ flach, sage ich mal, unter Anführungszeichen dahin geht? Ja, da sollte man halt noch halbwegs laufen können alles. Ist mir halbwegs gelungen, sage ich einmal, mit meinen Gelee-Fürs. Über Platz 3 kann sein Vereinskollege Gerhard Rastinger jubeln. Nachdem der 34-jährige Gmundner vom Ausbau-Team lange Zeit ganz vorn zu finden war, kommt er schließlich nach 8 Stunden und 32 Minuten ins Ziel. Der Lokalmatador ist damit um 4 Minuten schneller als bei seiner ersten Teilnahme vor einem Jahr. Ja, Fussel, spüre ich schon ganz schön. Also Sie sind zufrieden? Ja, mehr als das. Mein Gott, nein. Was will man? Wenn man es schafft, wenn man rundherum herumkommt, dann passiert auch nichts. Und das ist man zufrieden, ist man sicher zufrieden. Muss man zufrieden sein. Während sich die drei Erstplatzierten im Ziel bereits erholen und über ihre Eindrücke im Rahmen dieses 19. Bergmarathons rund um den Traunsee unterhalten, kämpfen viele der 206 Läuferinnen und Läufer noch immer mit den Tücken der Strecke im oberösterreichischen Salzkammergut. Mit etwas mehr als 3 Stunden Rückstand auf den schnellsten Mann kommt übrigens die erste Dame ins Ziel in Gmunden. Als erste der 19 Sportlerinnen, die um 3 Uhr früh die 70 Kilometer Distanz in Angriff genommen haben, erreicht die Steirerin Margit Hirzi nach 11 Stunden und 17 Minuten das Ziel. Super! Ich bin gut ins Ziel gekommen, trotz dieser Schlammschlacht. Es war mein erster Berg-Ultralauf am Traunstein. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht. Für mich war er relativ schwer, aber es ist mir gut gegangen. Auch wenn der letzte Teilnehmer das Ziel in Gmunden erst kurz vor 22 Uhr, also knapp 19 Stunden nach dem Startschuss erreicht, als Sieger kann sich bei diesem Bergmarathon ganz ohne Zweifel jeder fühlen, der das Ziel in Gmunden erreicht.